Guten Morgen, Leute. Tag 2 Istanbul. Heute Frühstück, bisschen Training, bisschen Wellness, bisschen Relaxen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich jetzt schon das fünfte Mal irgendwas, wenn ich schlafe, in meinen Mund gesteckt bekommen habe von einem Schwein. Warum hast du dich so komisch abgestimmt? Gestern hat er seine lockere Hose an mit Boots und heute hat er Wanderhose an und Sportschuhe. Er hätte genau andersrum kombinieren müssen. Ich denke da nicht wirklich drüber nach. Ich nehme das als nächstes im Schrank. Das, was die Lea die auslegt. Lea, ich will meine Hose heute nicht anziehen. Ich will die Hose nicht. Lea, gib mir mal Strampel. Ich will mal Strampler. Ich will nackig rumlaufen wie der Ralf. Ralf und ich sind nackig. Es gibt nur einen Menschen, der Hausverbot hat. Ein Mensch, der diesen Bereich niemals betreten kann, diesen Überallstaat, das ist Edmond. Edmond hat hier absolut keinen Zutritt. Wir haben hier Wachpersonal für Glatzköpfe und überall sind Bilder von Edmond, weil er hier einfach nicht herkommen darf. Und T800. Hier wird jetzt noch kurze Aufnahmen gemacht für Elitär und danach gehen wir endlich frühstücken. Ja. Darf ich vorstellen? Meine Mama. Haben wir gedacht, direkt mal nach dem Kampf. Ich bin hier in Istanbul, da kann meine Mama doch mitkommen. Es soll der Vater von meinem Sohn sein. Ja, aber wir haben Dinge, künstliche Befruchtung gemacht. Mit dem heilige Putz. Heilige Putz. Kein Futterneid am Tisch? Mhm. Schmeckt's, Mama? Mhm. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ja, sehr gut. So, wir sind jetzt hier in Istanbul auf einem bekannten, weltbekannten Bazar. Ich komme durch. Was? Ja, es ist hier Reklamımızı yapacak. Ja, burada yaz. Bir an. 24.989 TL. 1000 euro yapar biliyorsun. 1000 küsür euro. Evet, aldığın şeyden maşallah. Abi kalsın hepsi ya. Tamam da abi bu kadar para değil ya. Yes. Das kommt drauf an, wie viel die Gewürze und der Tee wert sind. Nein, aber es macht Hunsch jetzt. Kim burada 25.000 lira kazanıyor? Abi çarşıda sen ne diyorsun? 800 würde ich jetzt anpeilen. Ist fair, 800, ja. Musa 800 euro verelim size. Olmaz abi, sen ne yapacaksın? Abi kalacak o zaman yani. Yani çok pahalı çünkü 800 lira ne aldık ki biz burada? Abi yani şu şey... Siz biz verdik abi. Tamam da iyi fiyat yapacaktı. Yoksa bu kadar doldurmazdı ki yani. Kardeş köpek. Köpek dizi. Tamam boynum. Das köpek. I'm köpek. Bak köpek ist gut. Ja okay, ich sage mir. 900, aber viel Tee, viel Gewürze. Das ist Hammer. Das ist geil, Mann. Lass mal das Hemd holen. Komm, hol mir Hemd, komm. Ja, Schwein hat sich jetzt eingekleidet. Jetzt schauen wir mal, jetzt müssen wir was essen gehen. Wir sind viel zu spät. Ich habe mich richtig beeilt mit meinen Gewürzen hier. Und er hat natürlich wieder ewig gebraucht. Das ist die härteste Lüge ever. Guck mal, was habe ich hier? Guck mal hier. Es finden sich auch alle Gewürze in 10 Sekunden. Hier, Stefan, film das mal. Läuft schon. Ich kann nicht mehr, Leute. Ach Quatsch, es geht noch einer, geht noch rein. Wir haben noch einen. Alter, Digga, wir sind früher mit 13 Leuten in solchen Autos gefahren. Ja, wir sind jetzt hier, wir treffen uns jetzt mit einem Freund von mir, Turgay, Fußballspieler hier in Istanbul und essen werden wir bei Nusret. Ich bin sehr gespannt. Meine Mama und er haben sich jetzt schon kennengelernt, denn wir sind übertrieben zu spät und die Autofahrt hat mich platt gemacht. Was war da drin jetzt mal? Irgendwas drin? 550 Euro, mein Ausweis, Reisepass, alles ist drin. Am Donnerstag fliegen wir zurück. Ja, das wird nicht gehen, aber du kannst direkt Konsulat. Also man muss schon aufpassen, wir sind hier in einer Multimillionenstadt. Das bedeutet, es gibt hier immer eine Kluft zwischen Arm und Reich. Was jetzt passiert ist, ist, dass Sinan beim Einchecken, also man muss ja wie beim Flughafen die Sachen ablegen, wollte sein Zeug nehmen, dann war seine Taschenuhr plötzlich weg. Die wird einfach auf professionellste Art und Weise gerippt. Oh, schade, dass ich ihn erwischt habe, Mann. Ich hätte ihm direkt beide Beine gebrochen. Stefan war ihm auf der Spur, aber
Zu seinem Glück hat Stefan ihn verloren. Die haben die Kamera ausgewertet. Ich habe die ganzen Tüten mit den Einkäufen auf das Band draufgelegt. Sinan hatte seine Sachen danach und es hat sich jemand vorne hingedrängelt, vor mich. Und ich habe mir noch gedacht, hey, muss es sein, dass man sich da vordrängelt. Und wollte noch was sagen, weil er seine eigene Tasche vorgeschoben hatte, während er die anderen Sachen rausholt. Aber das ist mir in dem Moment nicht komisch vorgekommen. Erst Retroperspektiv, als ich gemerkt habe, okay, es fehlt was, habe ich verstanden, was er da gemacht hat. Dass er halt einfach mit seiner Tasche gecovert hat und dann die Tasche von Sinan gerippt hat. Klug. Was geht? Alles gut. Hast du deine Tasche gefunden? Hi, Sinans Tasche. Das ist meine Tasche. Wer? Sinan, der andere Kameramann. So, wir sind zu spät, trotzdem werde ich beschenkt. Das ist eine Ehre für dich, mein Sohn. Stell dir vor, ich hätte dich wieder einfach niedergestellt. Ich hab gedacht, ja, das wird geklaut. Ja. Und Stefan und ich laufen da wie Panzer lang. Ja. Ey, ich bin so glücklich, ich könnte gerade heulen vor Freude. Oh mein Gott. Ich hab's gefunden. Der hat das auch versehen, es ist in seinen Einkaufstasche reingerutscht. Ey, von wem? Von dem Jungen, der Junge ist zurückgekommen. Der sah aus, als ob er einen Geist gesehen hat. Der wurde so begleitet von dem. Der hat mich schon angeschaut, ich will den Check geben. Der schaut so. Der hat voll Angst gekriegt. Das ganze Projekt. Mein Sack sind 400 Euro. Willst du jetzt eine Essensbewertung? Sieben, acht. Nein, der Hype geht ja von ihm selber aus und er ist nicht da. Aber deswegen habe ich den anderen Experten hier. Der macht das mit Spargel. Geil. So, es war ein geiler Tag, es war ein super Essen mit Turgay, hat richtig Spaß gemacht. Ab jetzt dürfen wir nichts mehr essen, denn morgen wird's ernst. Komm, beruhig dich, beruhig dich. Halbe Stunde. Oh, nein, darfst du nicht. Nein, darfst du nicht. Es soll es wie für einen Vlog werden. Kleiner Porno-Vlog. Das ist ein großer Tag, Max. Weißt du, an so Tagen liege ich in meinem Bett, ich denke viel nach, ich gehe in mich, ich höre Musik. Ich habe lange für diesen Tag trainiert. Ich habe alles dafür gegeben. Würdest du sagen, die Nervosität ist dieselbe wie vor dem Kampf? Größer. Also wir fahren jetzt gleich zu Elitair. Da geht es dann einfach ans Eingemachte. Das ganze Prozedere wird so 6 bis 8 Stunden dauern, abhängig davon, wie viel Crafts die verwenden können. Und dann schauen wir mal, was dann später ist. Ich nehme mal an, im Anschluss werde ich unfassbar viel Hunger haben, aber gucken wir mal. Was ist für eine Treppe, wer hat die gebaut? Wer hat diese Treppe gebaut? Alter! Ich hab schon gehört, du schwärmst. Ja, ja, Deep Sleep, das wird dir gefallen. Deep Sleep wird dir gefallen. Die Trip meines Lebenskraft. Also ich hab auch gesagt, wenn die richtig Cash machen wollen, verkaufen die Deep Sleep und scheißen auf die HOP und so einfach Deep Sleep verkaufen. Also nach meiner Begutachtung würde ich an dieser Stelle sagen, Stefan, wir haben hier wirklich sehr mittelprächtiges Haar. 30 bis maximal 40% Qualität. Ihr seht, wie beeindruckt die Ärztin ist. Das wäre schon gar nicht, was sie sagen soll. Analysieren. Bitte schön. Auf die linke Seite. Meine Haare sind besser wie Stefans. Ich warte noch auf das Ergebnis ab.
Yaklaşık %80 kalın terli saçları gayet iyi. 81%. 80% haben sie dicke Haare. Es ist gut, durchschnittliche Werte 55%. Mhm. İkili ve multigrafları da die 81, hier. Die ist für mich entscheidend. Also 81. Ach so, okay. 81. 81, ich bin besser wie Stefan. Okay, okay. Perfekt. Das ist jetzt planen wir meine Frisur, meine zukünftige. Hallo. 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 Kulma bölgesindeki sıklık orta düzeyde. Dieser Bereich ist onu biz şimdi toparlamaya çalışacağız. Für alle diese Bereiche machen wir die Dichtigkeit gut, mittel. Haben Sie irgendwelche Frage an den Arzt? Wie waren die Ergebnisse von Stefan? Was hat er zu Stefans Haaren gesagt? Stefan için ne demiştiniz diye soruyor da. Nasıl? Stefan için ne demiştiniz diye soruyor. Sonuçlarıyla alakalı. Bir önceki hasta değil mi? Hı-hı. Onda 5500 civarında çalışacağız. Hı-hı. Hem ön hem tepeyi yapacağız. Ich werde das jetzt gerade mal übersetzen. Also Stefans Auswertung war auf jeden Fall miserabel. Darf ich die OP machen? Wirklich, ich kann es gut. Ich weiß nicht, keine Fehler. Ich mach so ein Tattoo, das ist ein Tattoo. Das ist ein Tattoo. Schreibe einmal über den Kopf. Ja, was soll's denn? Das ist so. Ah, ihm, das ist das. Ihm so. Was denn? Ja, ja, ich mach dir das gut. Nein. Warum denn? Doch. Mach mir richtige Schmuck. Stefan, mach's ordentlich. Ich schwöre dir. Ich schwöre dir, ich tu dir was an. Fuck mich nicht ab jetzt hier. Beschädige nicht meinen Kopf, tu mir nicht weh. Nein, ich mach doch. Hey, ich bin doch verantwortungsvoller Mensch, Mann. Oh, no, no. Hör auf das, was er sagt, Stefan. Du hast noch nie Haare geschnitten. Perfekt. Hey, ich war Barber in meinem letzten Leben. Okay. So. Komm jetzt mal her, Mann. Langsam. Locker mit Gefühl. Yeah! Jawohl! Alter, was da für eine Delle drin ist. Yes. Er hat den Kopf angestoßen vor zwei Tagen. Schau dir mal diese Delle an. Dieser Bruder-Tack-Schnitt gefällt mir. Ja, zack. Ey! Was du Spast, Junge! Was? Übertreib's nicht. Hack mir das nicht in meinen Kopf, Mann. Hey. Mach's locker, Stefan. Mach's locker. Warte, muss ich erst schauen, wo ich da noch was machen muss. Perfekt. Jetzt kommt. Was denn? Jetzt verstehe ich euch. Was verstehst du jetzt? Ey, warum die so ein Super-Duo sind. Sag mal, was du gerade gesagt hast. Sag mal, was du eben gesagt hast. Das war die beste Rasur meines Lebens bei Elitär. Ja? Ja, wirklich. Komm her. Schön mit. Berliner Check, du weißt, wie das hier läuft. Boah. Yes, man. East Coast. Stark. So, langsam geht es jetzt wirklich ans Eingemachte. Wir haben jetzt alle Stationen durch. Soll ich mein Hemd holen? Der Spezialist hat jetzt aber mein Herz geprüft, ob das passt. Oh, fuck, Alter. Jetzt müssen wir erst mit Drogen leben, Mann. Hallo. Hi. How are you, sir? I'm good, thank you. Danke, Mustafa. All is good. Are you ready? Yes. Don't worry, it's very easy. No problem, okay? No problem. Now we will start sedation step. Mm-hmm. Anesthesia step, yes. After this step we will start extract and follicles step, mm-hmm, from donor area and we will give you information step by step. Okay, okay, no problem. I will see you again. Thank you. Let's okay. go. Abschließende Worte, bevor es losgeht? Der wünscht mir viel Spaß. Wenn ich aufwache, habe ich Haare. Ja, komm auf. Okay. Stefan? Ja. How are you? Oh. I'm good. You awake? Yes, of course. Is everything is okay? Yes. Stefan, spürst du was? Nein, nicht wirklich. Scare me. Is that Monique, the name of? Okay. Yeah? Yeah. They're always training. Mm-hmm. On maybe you. How are you, Sam? Sam. Hello? You okay? Ey Leute, was war das? Fehl bitte drüber. Digga, das war krass. Ich kann Holle nur zustimmen, Alter. Das war echt krass. Okay, dann kommen wir mal zum Wesentlichen. Leute,
Ich habe tatsächlich den allerschlimmsten Teil übersprungen. Der Teil mit diesen heftigen Spritzen. Die haben mir eine Narkose gegeben. Ich weiß nicht, ich kam mir sehr lang vor. Scheinbar waren es aber nur 20 Minuten. Und in dieser Zeit haben sie mir die ganzen Narkosemittel gegeben, die man braucht für diesen Eingriff. Und das sind die, die so schlimm sind. Für die da draußen, die sich wissen, ich habe eine Phobie vor Spritzen. Ich hasse Spritzen wie die Pest. Und ich habe keine dieser schlimmen Spritzen gespürt. Also wenn ihr das macht, kann ich euch auf jeden Fall diese Dämmernarkose, Deep Sleep heißt es, nur ans Herz legen. Hier ist gut, hier ist Window Fight, ja? Stefan ist noch beim Rausnehmen. Also Stefan hängt hinten? Ja. Lächerlich. Noch 3 Stunden brauche ich ungefähr. Hallo Schnuckli. Also, jetzt nach 7 Stunden bin ich draußen. Ich muss wirklich sagen, das Thema Schmerz ist null. Das ist wirklich null. Ich muss einfach sagen, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Das macht viel aus, weil man so lange da liegt. Wie gesagt, 7 Stunden. Aber mir geht's gut. Ich muss auch an der Stelle ganz klar sagen, dass ich dieses Race gegen Stefan mit Abstand gewonnen hat. Bessere Qualität der Haare. Mein Team, das meine Haare gemacht hat, war besser und schneller und effektiver. Und ich habe mit denen gelacht und gespielt und wir haben gegessen. Und das alles hatte Stefan nicht. Deswegen, was soll ich sagen? Jetzt gehen wir gleich was essen und dann gehe ich ins Bettchen. Wir sind im falschen Business, oder? Ich will ehrlich sein. Zeig mal her. Alter. Sehr gut. Krass, gell? Exzellent. Ey, aber ja, ist gut. Ey, ist wirklich, ich hab's dir ganz anders vorgestellt. Ganz kurz. Wie war der Dämmerschlaf? Bitte. Wie die Lampe. Wie die Lampe, bloß ein bisschen unkontrollierter. Ey, das war so krass bei mir. Das war geil, Alter. Das war mehr Butterfly-Effekt. Ich hab versucht, meine Motorik zu kontrollieren, weil ich ja gemerkt habe, die bewegen mich, aber ich kann mich nicht bewegen einfach die ganze Zeit. Ich kann es selbst nicht steuern. Aber ich hab's mitbekommen, die ganze Zeit. Es war nur lang, aber es hat nicht wehgetan. Nein, es war richtig cool. Also ich habe mich hier unkomfortabel oder so gefühlt. Geil. So, Leute, wir sind durch. Und ich sage euch, ich weiß, man hat viele Bedenken. Ich habe Angst vor Spritzen, Angst vor den Schmerzen. Aber dieser Dämmerschlaf, dieses Deep Sleeping war so krass. Ich habe nicht einmal irgendwas gemerkt. Nicht ein einziges Mal. Und in dem Sinne, jeder, der da draußen Upturns auf seinen Kopf hat, Upturns auf seine Frisur, macht es einfach. Das ist eine andere Lebensqualität und es ist überhaupt nicht schlimm. Elitär bietet außerdem momentan hier unten, kommt ihr über den Link da drauf, ein Angebot an, anstatt 3.100 Euro für 2.100 und ihr könnt das Ganze auch finanzieren. Also für Lebensqualität ist es echt kein krasser Betrag. In dem Sinne, bam, auf volles Haar. Nie wieder Glatz Nation.